Es ist ja ein Vertrag geschlossen worden zwischen der FIFA und den beiden Ausrichterländern bzw. Organisationskomitees. Und ehe man einen solchen Vertrag praktisch ja, rückwirkend nichtig machen kann, braucht es schon eine Menge rechtlich belastbare Gründe. Und dafür ist im Moment überhaupt kein Hinweis zu sehen. Wenn man sich das anschaut, was man bisher an Fakten hat zu der Vergabe Russland und Katar, kann ich mir nicht vorstellen, dass man nach über 3 Jahren jetzt, nee, 4 Jahre sind es, dass man nach über 4 Jahren seit der Vergabe das alles nochmal rückabwickelt. Mit dem Bericht von Herrn Eckert sollte versucht werden, so ist er ja auch formuliert, das ist abgeschlossen, die Vergabe steht, gibt gar nichts mehr. Und dann hat die FIFA gemerkt, dass dadurch, dass der Bericht eigentlich viel zu positiv rüberkam, so es war ja gar nichts, na gut, ein bisschen, ein paar Verstöße, aber nicht so schlimm, dass dadurch sie eigentlich erst die Diskussion noch mal richtig angeheizt hat. Also aussitzen geht Gott sei Dank heutzutage auch nicht mehr so. Und einen Schlussstrich ziehen, indem man sagt, basta, alles bestens, jetzt blickt bitte nach vorne, geht auch nicht. Das Problem ist ja, dass bei der ganzen Konstruktion dieser neuen Ethikkommission mit den 2 Teilen, also ermittelnder Teil mit Herrn Garcia an der Spitze und rechtsprechender Teil mit dem Herrn Eckert an der Spitze, dass dieses Konstrukt nicht funktioniert. Und dadurch, dass dann der Vertraulichkeitspflichten in den Ethikcode reingeschrieben wurden und damit der Ermittlungsbericht von Garcia niemandem zur Kenntnis gegeben wird, Eckert macht eine Kurzfassung mit einer subjektiven Bewertung, keiner glaubt ihm, das ist natürlich völlig daneben gegangen. In dem Moment, wo man auch immer noch Dinge aus der Vergangenheit mit sich rumschleppt und gleichzeitig einen Präsidenten hat, der diese ganze Vergangenheit nicht nur miterlebt, sondern mit straffer Hand geführt hat, auch nie etwas gesagt hat zu Korruptionsvorwürfen vor 4, 5, 6 Jahren gegenüber Leuten, die inzwischen alle draußen sind wegen Korruption. Mit einem solchen Präsidenten an der Spitze kann die FIFA, egal wie gut die Strukturen sind, keine Glaubwürdigkeit mehr erlangen. Blatter hat es nicht mehr in der Hand, er hat keine Glaubwürdigkeit mehr. Und deshalb, was immer auch passiert, wird ihm angelastet und die ganze FIFA in einen Sack gehauen, sodass man auch die eigentlich durchaus positiven ersten Schritte gar nicht mehr, dem gar nicht mehr Rechnung trägt.